Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Warp Pips. Wir spielen heute vermutlich den Eroberungsmodus zu Ende. Und in den nächsten Folgen gucken wir uns dann hier nochmal den Endlosmodus und die Zufallsschlachten an. Habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht, deswegen da bin ich drauf gespannt. Wir müssen heute noch zwei Schlachten schlagen. Und wir bekommen es tatsächlich in beiden Fällen mit neuen Gegnertypen zu tun. Einmal hier mit diesem komischen Fahrzeug. Und mit der Tanja. Wo haben sie das wohl her? Deswegen muss ich jetzt mal gucken, was ich mir noch mitnehme. Mit 30 kriege ich... Ne, Moment, andersrum. Ne, für 5 kriege ich 3 davon. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt ein bisschen investieren werde. Was genau die Ölfässer machen? Weiß ich noch nicht. Ich nehme mal vorsichtshalber hier noch... Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das nehme ich auch mal mit. Aber ich bin gespannt. Wir haben ein ganz gutes Arsenal. Okay, also man kann nicht 2 davon mitnehmen. Das meiste werde ich mir, glaube ich, für die letzte Runde aufsparen. Auch hier so das Hindernis und die Geschütztürme und so. Den hier werde ich mal mitnehmen. Das spare ich mir auch mal. Das nehme ich auch mal vorsichtshalber mit. Scharfschützen habe ich schon. Die Hunde weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die hier nehme ich noch mit. Das wird jetzt eine ziemlich interessante Sache, glaube ich. Verkaufen. Nee. Gegen einen Schlachtcoupon. Kann ich das? Ich brauche das ja wahrscheinlich sowieso nur noch. Ah, nee, Moment, Entschuldigung. Eine Runde. Das heißt, also ich habe schon mal 3. Also 3 kosten ja die meisten Sachen hier. Und für die nächste Runde bin ich dann auf jeden Fall noch gut bedient. Da kann ich dann zur Not auch noch ein paar Sachen verkaufen. Müssen wir mal schauen, was wir dann vielleicht beim Händler bekommen. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Diese Fahrzeuge. Ich habe jetzt keine Panzerabwehrwaffe dabei. Die wollte ich mir fürs letzte Ründchen auch sparen, aber im schlimmsten Fall war das eine dumme Idee. So, ich möchte die jetzt am liebsten direkt am Anfang ein bisschen überrumpeln. So. Wir hauen auf jeden Fall erstmal schön einen Ölturm raus. Der macht halt auch Geld, ne? Ich glaube, den hatte ich noch nicht gesetzt bisher. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Versuche jetzt mal diesen Wachturm da wegzubekommen. Der nervt einfach tierisch. Ist jetzt nicht okay. Ich habe jetzt Ölfässer gesetzt, aber was habe ich denn davon? Halte 20 Cash. Okay, ich krieg einfach 20 Cash. Gut. Ey. Das ist frech. Ich vermute, dass ich da jetzt auch keinen mehr bauen kann. Dieser elende Geschützturm, ey. So, Scharfschützen freischalten. Wir holen uns 20 Cash. Hier mal nochmal investieren. So, aber ich glaube, ich kann doch wieder. Ja, kann. Nee. Okay, das ist jetzt ein Problem. Sehr gut, einen haben wir. Die Fahrzeuge sind böse. Habe ich unterschätzt. Alter, halt nicht viel aus.
Ich glaube, wenn ich so schieße, ist das deutlich besser, das Gewehr, also die Kanone. Wirklich kleine, kurze Schüsschen. Ja, okay. Damit geht das Ding richtig rund. Die Entfernung ist es immer noch nicht genau, aber... muss ja auch nicht. Sind immer zwei Schuss, wo ein Gegner fertig machen. So. Naja, auf die Entfernung. Kannst voll vergessen. Bleib halt leider auch hier immer an dieser Betonnummer hängen. So, der hat's hinter sich. Der Scharfschütze muss schnell weg. Am besten schnell die drei Scharfschützen rausbringen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Vorteil. Noch irgendwo so ein Ding bauen? Nee, ne? So, ich fange jetzt mal an, meine Leutchen zu upgraden. So, jetzt mal erstmal ein bisschen Druck aufbauen. Da kommt nämlich gleich eine fiese, dicke Welle. Dann möchte ich jetzt noch so viel Land machen, wie geht. Ich bin heute ein bisschen froschig im Hals. Sorry für das Räuspern zwischendurch. So, und jetzt brauche ich erstmal Money. Die Scharfschützen hängen jetzt halt ein bisschen sehr weit vorne. Wir haben gehungen. Sehr schön. Schön Geld sammeln. So, die Scharfschützen sind jetzt wieder ein Stückchen weiter hinten. Das ist gut. Lasse ich jetzt auch nicht mehr so weit vorstürmen. Na scheiße, ich habe gerade keine Möglichkeit zu schießen. Ein Problem. Okay, das hat ja echt null Cash gegeben. Quasi. Hier, den Pip-Slot habe ich nämlich jetzt verloren, ey. Ich habe gedacht, da wird es richtig Money geben. Nö. Also, wenn es dumm läuft, werden wir die Runde richtig doll verlieren, ey. Diese Fahrzeuge machen einen echt fertig. Auf, greift an, Jungs und Mädels. So, ein bisschen upgraden. So, Geld sprudelt wieder so ein bisschen. Ey, diese... Fahrzeug hat mich alleine die komplette Army gekostet. Das ist doch echt ein Trauerspiel. Jetzt stehen sie halt zu dritt rum. Oh.
Vor allem, dass sie halt auch immer die Scharfschützen mit aufs Korn nehmen. Die sind doch so teuer. Ich habe so das blöde Gefühl, ich könnte diese Runde eventuell verlieren. Sehr gut. Und jetzt stürmt. Baut euch. Scharfschütze muss sich halt immer erstmal einen Moment in Position bringen. Das dauert immer. Ja gut. Wir sind schon vorne angekommen. Aber ich habe gerade nur noch einen Warp-Hit am Start da vorne. Scharfschützen haben sich in Position gebracht, die zwei. Sehr gut. Ich habe noch genug Zeit, glaube ich. Muss jetzt aber mal zusehen, dass ich zum Money bekomme und jetzt hier schnell die Türme aufbaue wieder. Einfach damit ich schneller an Geld komme. Bam, mach hinne. So. Und jetzt zählt Missgeld. Nein! Sehr gut. Haben sie mir wieder einen kaputtig gemacht, ey. Ich glaube, das... Ich kann ja auch per Zeit verlieren, ne? Das ist ja das Fiese an dem Spiel. Ich muss jetzt Druck machen. Also wird es aber nichts, ey. Drei Fahrzeuge. Das ist einfach too much. Und die feindliche Verstärkung kommt dann langsam. So, jetzt nochmal ein bisschen Geld rauspumpen. Gegen machen. Das war echt eine Fehlentscheidung von mir. Pidi! Das massiv unterschätzt. Naja gut, jetzt kommt die letzte feindliche Welle. Die werden wir wahrscheinlich überleben, aber es hat halt einen zu hohen Preis. Zwei Slots geopfert, aber das wird uns nicht retten.
hätte vielleicht doch wieder am Anfang mehr investieren sollen. Ach lol, es geht einfach von vorne los. Okay, das wusste ich nicht. So weit waren wir noch nie. Wahrscheinlich wird es einfach nur schwerer jetzt. So gut, dann investiere ich jetzt in die Ränge von meinen Herrschaften. Dauert jetzt halt alles deutlich länger. Aufrennt mal ein bisschen schneller. Halt, jetzt habe ich recht viel Geld, aber ich habe halt nichts, wo ich es für ausgeben kann. Wir haben noch ein bisschen mehr. Und alle Scharfschützen verloren. Und schon ist mein Geld wieder weg. So. Schießen die Dudes wenigstens genauer. Ja, das macht schon einen fetten Unterschied, ey. Stehen auf offenem Feld und rasieren sie einfach. Die längste Runde, die ich in diesem Spiel bisher verbracht habe. Ja, wenn die Scharfschützen jetzt von hinten ankommen, wieder die regeln das meistens. Na, jetzt kommen wieder die Unzeiten. Immer die armen Türme. Stimmt. Wir müssen das vor der Verstärkungswelle schaffen, ey. Wir müssen jetzt ein bisschen mit offenem Visier spielen. Wir haben so viele sind es nicht mehr, so viele Meters. Oh, Halleluja, ey. Das war jetzt, das war anstrengend. Uiuiui. Okay. Also da muss ich jetzt mal ein bisschen drauf achten. Besonders stark in höheren Rängen. Ich glaube, meine die Fähigkeiten von meinen Leuten habe ich viel zu schlecht eingesetzt. Oh, Halleluja. Ganz wichtig. Den nimm mal mit. Upgrades. Na gut, Rakete bringt mir nichts, habe ich nicht. Wobei, komm. Kann ich mitnehmen. So. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich scrollen muss. Ne, warte mal. Wobei. Wir nehmen alles mit. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir.
Krass, ey. So viel kann ich gar nicht mitnehmen, wie ich will. Wobei die hier. Ah, ich weiß nicht. Die buffen halt die Präzision. Das ist halt schon nicht verkehrt, aber. Ich glaube, wenn ich meine Leute zwischendurch mal heilen kann, da haben wir auch was von. Das hier nehme ich nicht mit, das hier nehme ich mit. Vielleicht könnte ich aber mir noch ein paar Sachen kaufen. Was gibt es noch beim Waffenhändler? Irgendwas Sinnvolles? Nee, leider nicht. Aber irgendwie das hier, Kriegszaster, kann ich auch nicht umwandeln. Also die hier in Kriegszaster, meine ich. Das wird... Oder brauche ich das hier? Ah, das ist schwierig. Die hier waren halt auch mega heftig. Ich glaube, ich nehme die mit. Weil die Raketen kenne ich halt überhaupt nicht. Aber ich habe halt erweiterte Salven für die freigeschaltet. Die hier greifen nur Infanterie an. Na komm, ich nehme mal die Raketen mit, einfach um es auszuprobieren. Oh, ich bin gespannt. Oh, da liegen überall Minen schon mal rum, das ist nicht so cool. Und eine dicke, fette Atomrakete, wahrscheinlich nach der Hälfte können die wahrscheinlich benutzen oder so. Nee, aber hier ist irgendwas komisch. Da einfach direkt mal hier mit anfangen. Ach guck mal, die sind aber ganz nett. Ah, man kriegt die Minen gut mit weg. Ich hoffe, die werden nachgeladen, die Dinger. Ja, werden sie. Sehr gut. Mehr wollte ich nicht wissen. Wir fangen jetzt direkt am Anfang an, auch in den Rang zu investieren. Schöne Geschütze hin. Solange ich jetzt gerade nicht zwangsweise irgendwo Money brauche, fließt das alles in den Rang rein. Jetzt wird erstmal kurz verteidigt quasi. Die fetzen mal gut was weg. Brauchen aber sehr lange zum Nachladen, glaube ich. So, erster Rang ist schon durch. Perfekt. So, feindlicher Held nähert sich. Wahrscheinlich die Tanja. Das war dann wohl das Ausrufezeichen hier. Feindlicher Held eliminiert. So, Scharfschützen sind auch am Start gleich. Die Raketen finde ich sehr erfrischend. So, jetzt können wir schon mal hier ein bisschen investieren drin. Ich hoffe, die Runde läuft weiterhin so gut. So, direkt hier weiter investieren. Die Möglichkeit nach Öl zu bohren habe ich jetzt natürlich nicht. Ich kann aber nicht jedes Mal in den Rang investieren. Macht einfach ökonomisch nicht so viel Sinn. Alter, der ist halt so heftig. So.
gleich mal Gas hier. Bisschen hier alles verseuchen. Eine gute Idee, da Gas hinzuschmeißen. Das müssen wir auch mal fortführen. Verteidigung habe ich schon gut aufgebaut. Also das passt schon. Kommen mal wieder einen in den Rang rein. Das dürfte es gewesen sein, fast. Easy. Naja, also easy nicht. Die letzte Runde war echt fies, aber die hier war... Gibt es jetzt irgendwie noch eine Finalschlacht oder sowas? Oder wie läuft das? Total Domination. Nee, das gehört jetzt alles uns. Insel erobert. Und jetzt? Achso, es geht einfach weiter. So. Okay. Gut, dann machen wir wohl doch ganz normal weiter in der nächsten Folge. Aber irgendwie war das ja klar. Auf den ganzen Vorschaubildern waren auch immer Panzer und so drauf. Die werden wir jetzt hier wahrscheinlich erst kennenlernen, ne? Naja, gut, dann machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.